Ach, ich finde, das wäre doch mal ein Modellversuch wert, begleitetes Regieren. Das ist mal wieder typisch. Da nimmt der Außenminister seine Verantwortung als August wahr und wird wieder nur verspottet. Dabei hat er gar nichts gemacht. Also die Merkel wäre stolz auf ihn. Und man muss ja auch mal sagen, dem Guido fehlt ja jede Richtlinienkompetenz. Übrigens auch schon gesetzlich, laut Verfassung. Ja, die Macher damals haben das wohl kommen sehen. Dafür ist der Westerwelle mal etwas persönlich geworden und hat den Journalisten verraten, dass er niemand ist, der selbstgrüblerisch zurückdenkt. Verstehe ich total, da wird er ja irre. Gut, es wurde aber schon auch gearbeitet. Das Kabinett hat den Führerschein ab 17 Jahren verabschiedet, das sogenannte begleitete Fahren. Ja, die Jugendlichen kloppen sich an den Autobahnen demnächst um die Anhalter. Dabei ist Fahrradfahren doch viel sicherer, vor allem mit den Nightbright Tires. Denn die innovativen Reifen haben robuste LEDs eingebaut, die durch Bewegung aktiviert und mit Strom versorgt werden. So wird man im Straßenverkehr garantiert nicht mehr übersehen. Was ja vor allem wichtig ist, wenn Stofftiere die Fahrbahn kreuzen. Wie in der ziemlich abgedrehten Videoanimation Cycles von Cyriac Harris, in der Teddybären über eine Uferpromenade herfallen und sich an Passanten, Autos und Tauben austoben, die dann langsam aber sicher auch selbst alle am Rad drehen. Hier, Studien haben ja wirklich gezeigt, wenn ein Elternteil neben dem Fahrer sitzt, passieren viel weniger Unfälle. Okay, außer der Fahrer ist das andere Elternteil. Aber so richtig toll ist das begleitete Fahren für Jugendliche doch auch nicht, oder? Verliert das dann nicht etwas seinen Zauber, das Knutschen im Autokino? Dann doch lieber das Auto stehen lassen und mit Rapid Letter einen schnellen Liebesbrief schreiben. Gut, ist eher für etwas förmlichere Briefe gedacht, aber die kann man hier tatsächlich im Nu erstellen. Man kümmert sich nur um den Inhalt und Rapid Letter nimmt einem den ganzen Formalkram ab. Denn, seien wir ehrlich, wer kann mit seiner Textverarbeitung schon mehr als Buchstaben fett machen? Es sind ja nicht alle so Computergenies wie die Teilnehmer des Wettbewerbs 10K Apart, für den man eine möglichst originelle Anwendung programmieren muss, die maximal 10 Kilobyte groß ist. Alle Programme kann man als User übrigens gleich ausprobieren. Es ist allerdings sehr gewöhnungsbedürftig, dass der Browser nicht ständig abstürzt. Jetzt müssen übrigens Anhänger von SPD und Grünen aufpassen, dass ihr Browser nicht abstürzt. Der Grund? Johannes, ein bekennender FDP-Anhänger. Ja genau, der ist das. Hut ab vor seinem Mut, sich öffentlich zu outen. Ich meine, jetzt weiß jeder, wer er ist. Genau wie bei Avery Ellis. Der outet sich nämlich gerade als gelangweilter Angestellter eines Musikfachgeschäfts. In seinen kurzen Clips zeigt er ziemlich unverblümt, was er von seinem Job, seinen Kollegen und vor allem seinen Kunden hält. Die Videos sind zwar alle sehr kurz, aber seine großartige Mimik verrät einem eigentlich alles, was man wissen muss. Habt ihr gehört? Die Operation Static Kill war erfolgreich. Also die im Golf von Mexiko, nicht die im Iran. Zum Glück, der Defibrillator wird ja auch gerade für was anderes gebraucht. Für den Toast, um morgens mit einem kräftigen Frühstück die Lebensgeister zu wecken. Ja, wenn er zuckt, ist er fertig. Wer sich aber lieber etwas Anspruchsvolleres machen will, der guckt mal bei They Draw and Cook vorbei. Ein Blog, das Rezepte präsentiert, die von verschiedenen Künstlern liebevoll illustriert wurden. Schön und leicht verständlich. Und wem Nachkochen trotzdem noch zu kompliziert ist, der kann es ja nachzeichnen. Oder sich eine Pizza bestellen. Wie das arme Mädel in dem interaktiven YouTube-Abenteuer Deliver Me to Hell, das sich gerade vor ein paar Zombies auf einen Container geflüchtet hat. Eure Aufgabe ist es nun, dem Pizzaboten dabei zu helfen, die Pizza auszuliefern, bevor er selbst zum Fastfood wird. Und das könnt ihr tun, indem ihr am Ende jedes Videos für ihn die richtige Entscheidung trefft. Viel Glück! Das war Ehrensenf, ich bin Janine und tschüss.